Es gibt einen Schwamm, der den hartnäckigsten Schmutz von den Pfannen und Töpfen entfernen kann. Schaut euch das an, diese ganzen Verfärbungen, die man normalerweise nicht rauskriegt, soll man damit rausbekommen, das teste ich aus. Hier habe ich so einen Schwamm gekauft, den packen wir jetzt aus. Ich bin nicht gespannt, ob das jetzt wirklich die Pfanne so sauber macht. Also das ist ja wirklich so ein Spezialschwamm, wenn man den jetzt hier anschaut, um den hier rauszuholen. Sieht aus wie ein Stein, ey. Der ist wirklich so wie so Schmirgelpapier, oh, ja, gell? Ja. Alter, okay, ich bin mal gespannt, ob er die Pfanne verkratzt. Also ich habe ja einmal diese Pfanne hier. Oh, okay. Ihr seht, ja, die hat ja unten schon so ein Muster, aber die ist wirklich schön dunkel hier unten. Ja. Da wird mal richtig gut was sehen. Dann habe ich noch die hier. Die ist eigentlich glatt, ja, leicht vergelbt, vergilbt, aber mehr nett. Ich würde sagen, wir testen das als erstes damit aus. Ich bin mal gespannt, wie gut es funktioniert. Dafür gehen wir einfach mal in die Küche. Also bin ich mal gespannt. Ich weiß jetzt gar nicht, wahrscheinlich nimmt man das auch mit ein bisschen Spülmittel, kann ich mir vorstellen. Oder brauchen wir dafür Spülmittel dann? Boah, das ist eine gute Frage. Also der ist jetzt auch immer noch, also der ist jetzt nicht so weich wie so ein anderer Schwamm. Das ist wirklich noch richtig hart hier. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, auf welche Seite ich jetzt genau nehmen soll. Ich lasse mal ein bisschen länger Wasser drunter laufen. Vielleicht spülmittel das, aber dann, das gleitet dann mehr, dann tut es weniger. Stimmt, der ist kein Sollen wir mal ohne, wir probieren probier mal ohne. Wir probieren mal ohne. Also wir sehen auf jeden Fall, hier unten sehen wir richtig viel. Und hier oben an diesem glatten Rand. Also ich würde sagen, ich gehe einfach mal hier ran, hier. So, ja, let's go. Beziehungsweise ich mache da einfach auch erstmal Wasser drauf. So, dann passt das. Ich habe das ein bisschen nass. Und jetzt hier drüber. Und? Ah, ist heller. Man merkt einen Unterschied. Ja, es sieht echt heller aus. Man merkt einen Unterschied. Hä? Also for real jetzt? Ja, irgendwie. Hä? Aber das schleift ja runter, ne? Ja. Yeah. Macht es dann jetzt die Pfanne? Nee? Ja, guck mal, die glänzt hier wieder. Ja, tatsächlich. Die wieder. Hä? Der Schwamm wird hier ein bisschen dunkler. Was? Aber wie gut, gell? Ja, übel. Ey, wenn man das lang genug macht, ey, das wird wahrscheinlich echt wieder komplett glänzen, gell? Ach, jetzt machen wir gerade hier die Seite, dann haben wir einen perfekten Vergleich, weißt du? Oh mein Gott, Leute. Tatsächlich, also gleich nochmal abwaschen. Also wirklich, sieht auf den ersten Blick krass aus. Jetzt hier am Rand das hier. Hey, guck mal. Was? Das geht ja easy weg. Das ist ja direkt weg. LOL. Nie wieder neue Pfanne kaufen. Okay, jetzt haben wir einen Schwamm. Den kann man hier auswaschen. Geht es? Ja, okay, frische Verfärbung wird wahrscheinlich immer da, aber ich jetzt bitte nehmen. Was? Ich habe jetzt hier nur ganz wenig drüber geschrubbt und man sieht auf jeden Fall. Das ist der Unterschied. Direkt ein Unterschied. Ich finde. Krass. Aber ich muss sagen, ich finde. Hier. Hörst du das? Ja. Ah, ja, ja, man. Das ist ja nicht mehr, man hat es einfach runtergeschliffen. Deswegen, ich weiß nicht, ob das dann optimal ist für die Pfanne. Ja. Also persönlich stört mich das jetzt auch nicht arg, dass das da so ist. Ja. Aber wenn das jemand stört und er meint, dass es gut ist und dass es jetzt schlimm ist, wenn das Gierfilter weg ist, ja, kann er den Schwamm gerne benutzen und das machen. Also es funktioniert auf jeden Fall.